Hi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Freelancer im letzten Part. Haben wir einen Konvoi durch die Beringpassage, glaube ich, zu einer Geheimforschungsstation geleitet. Und in diesem Part werden wir ein wenig weitermachen mit der Story und mit Juni und Reparatur und Verkauf von Ausrüstungsgegenständen und naja, also alles, was man so macht, nicht wahr? Da wir aber noch nicht aus der Gefahr raus sind, werden wir jetzt uns weiter halt ausrüsten mit solchen schönen Sachen hier. Ja, wir sollen Juni im All treffen. Da wir jetzt hier fertig sind, können wir es direkt mal tun. Und wir fliegen los. Soundqualität sollte jetzt gut sein. Gute Reise. Okay, machen wir das. Eine Abkürzung. Du bist doch verrückt. Sicherer Kanal? Wieso? Bitte? Warum? Meine Informanten sagen mir, dass er in Wahrheit verhaftet wurde. Warum das? Hochverrat. Hochverrat, natürlich. Ich wollte mehr Leben wir im Mittelalter oder was? Meine Freunde im LSF-Hauptquartier sind alle verschwunden. Was? Was? Ich konnte nur King erreichen. Er ist immer noch auf Pittsburgh. Was will er da? Ich meine, da kann man echt nichts machen. Gräbt da ein bisschen im Sand. Okay, also es passiert offensichtlich Moment. irgendwas. Leute verschwinden, Das werden verhaftet. mehrere Schiffe auf Abfangkurs. Das ist verrückt. Mann, was machen Rheinwehr-Walküren hier? Das sind Rheinländer. Achtet Ich auf die Namen. Sehen von der Liberty Security Force. Bitte identifizieren Sie sich. Ja, das wird nicht einfach. Das sind, also wir sind ein bisschen geschwächt, muss man wirklich dazu sagen. Aber, die sind nicht einfach. Weil sie sofort feuern und ja. Also es sind gute Schiffe, die haben auch gute Waffen, aber die sind noch ein bisschen runtergeschraubt, muss man dazu sagen. So, das ist Volkmar von Korf. Volkmar. So, also die Leute, ist so witzig, diese Namen. Also die haben so leicht rheinländisch oder deutsche angehauchte Namen einfach. Ja. Das ist nichts wirklich Originales, aber die haben halt so einen Namen. Meine Güte. Sollen sie die halt haben. So, Marco Früh. Heißt der Marco Frühstück? Der heißt Marco 5 Stück. Marco 5. 5 Stück von Markus. Oh, scheiße, meine Schulter. Eieiei. Also, die können gefährlich sein, muss man wirklich sagen. Und davon werden wir noch einige treffen. Marco 5 Stück. Nicht von Marco. Aber wenn es noch von Marco noch 5 Stück. Na, okay, lassen wir das. So, und wen haben wir jetzt hier? Roland Grünneis. Roland Grünneis. Es ist ein merkwürdiger Name. Also, ich kenne keinen Deutschen, der so heißt. Aber er soll Deutsch klingen und meine Schilde sind wieder unten. Oh Gott, oh Gott. Also, die können einem wirklich Probleme bereiten. Und bumm. So, weiter zum Planeten. Nee, dich will ich nicht abschießen. Ja. Ich weiß es nicht. Wenn ich es wüsste, würde ich es vielleicht ändern. Also, es ist irgendwas im Busch, Leute. Das kann man wirklich sagen, denn, Rheinwehrschiffe, also aus dem Rheinland, ich mache euch kurz die Karte auf, damit ihr einen kleinen Überblick kriegt, wo das Rheinland ist. Wir sind hier ist Liberty und hier ist das Rheinland. Was haben die von da hier zu suchen? Man weiß es nicht. Ja, sprechen mit Walker. Ist es nicht mehr in Kalifornien oder ist das Kalifornien? Wir können ja, ihm vertrauen. Wir machen hier mal rein. Okay, Trent, ich werde Walker suchen. Wir treffen uns in ein paar Minuten in der Bar. Ja, dann können wir uns reparieren und wieder Schutzbatterien und Nanobots. Okay, mehr Schutzbatterien. Aber können wir wieder kaufen. Gott. Generell ist es übrigens kostengünstiger zu reparieren, als ein Nanobot einzusetzen. Ja, du bist eine Drama Queen. R2-D2, C3PO. Keine Ahnung. Irgend so ein Star Wars Vieh. Final Fantasy Vieh. Okay, lass mir das. Ich habe nichts, worüber ich reden könnte. Viele Abonnenten. Ich hab. Achso. Ich habe sehr, sehr viele interessante Leute, Let's Player getroffen. Wirklich richtig tolle Leute. Unglaublich, was für Leute Let's Plays machen und ich bin bisher immer nur begeisterter gewesen. Gut, wir haben ein bisschen Waren aufgesammelt, die können wir ja auch ein bisschen verticken. Was haben wir denn da so? Essensration und Schrott. Wahnsinn. Gut. Wir sollen Juni in der Bar treffen und da hauen wir doch mal direkt rein. Juni stellt uns jetzt Walker vor. Trent. Hier drüben. Er ist, glaube ich, Tim Skywalker oder so. Trent, ja. Das ist Markus Walker. Markus Walker, Entschuldigung. Ich wusste es nicht. Er hat zugestimmt, uns zu helfen.
Der LSF helfe ich immer gern. Ja, der LSF. Wir sind Freelancer, wir gehören nicht zu LSF. Wir sind irgendwas Außenseitermäßiges. Hat sie ja selbst gesagt, wir sind Außenseiter. Hab ich gehört. Ja, ich habe nichts gehört. Wenn gerade keine Schmuggler sind, machen uns heute der Orden und andere Abschauen zu schaffen. Der Orden scheint wirklich gefährlich zu sein. Wissen Sie, Trent, das Liberty-Militär sucht immer gute Piloten für einen Vollzeitjob. Nein, nein, danke. Nein, danke. Ist eine ehrenvolle Sache. Ich werde niemals zum Militär gehen. Ehrenvoll oder nicht, ich würde lieber als Freelancer arbeiten. Richtig, guter Mann. Wie Sie wollen. Tja, jetzt muss ich leider noch ein paar Vorbereitungen treffen. War nett mit Ihnen, Trent. Wir sehen uns im Treffpunkt. Wir sehen uns im All, Trent. Ja, es war nicht nett mit dir, Walker. Echt nicht. So, okay. Jetzt müssen wir raus ins All. Und jetzt beginnen wir eine der schwierigsten Missionen in diesem Spiel. Ich werde wahrscheinlich mittendrin cutten müssen. Das tut mir leid, aber es geht nicht anders. Dann mach ich mal einen Cliffhanger. Haha, ich motiviere euch, das weiterzugucken. Hallo Walker. Auf der Rückseite des Planeten. Los geht's. Rückseite des Planeten. Unbekannter Planet. Gut, dass es Wegpunkte gibt. Ich wäre jetzt direkt dahin geflogen. So, okay. Ja, interessant an dieser Routenplanung ist wirklich, dass sie intelligent ist. Also, ich kenne viele Spiele, die jetzt einfach direkt durch den Planeten geflogen werden und das wäre tödlich gewesen. Aber wir begeben uns in einen Orbit. Wunderbar. Hallo, King. King hört sich an wie der Name eines Rappers. MC King, yo. Oh Gott, oh Gott. Warum werden Leute verhaftet? Wir wurden unterwegs von Rheinwehrwalküren angegriffen. Warum werden Leute verhaftet? Warum werden wir von Rheinländern angegriffen? Und yay, riesige Krokodilsklemmen. Obwohl, nein, das sind Schlachtschiffe der Marine. Walker ist nämlich ein ziemlich hohes Tier. Ich gehe auf einen privaten Kanal. Einen privaten Kanal. Ich erhielt eben neue Befehle vom Oberkommando. Gib mir mal Informationen. Eine Inspektion im Raumdock. Das ist ja nur völliger Mumpitz. Ja, ja. Wir hatten vor 2 Monaten eine Generalüberholung. Ja, das sind, Kreuzer. Wir werden angegriffen und nehmen schweren Schaden. Oh, Willard schon hier. Nicht mehr durchhalten. Wiederhole. Hier Station Willard. Wir werden, sie werden angegriffen. Vergessen wir das Raumdock. Alle Schiffe auf Gefechtsstation. Jo. Station, das meine ich nämlich. Station Willard. Ihr liebert die Kreuzer Angriffsgruppe. Ab geht's. Captain Walker. Wir sind unterwegs zu Ihnen und werden in wenigen Minuten in Reichweite sein. Wie ist Ihr Status? Over. Ja. Wie ist der Status des riesigen Eisblocks? Rheinland. Oh. Warum brennt der Eisblock? Und ab geht's. Okay, wir sind hier unterwegs mit mehreren Jägern und einigen Kreuzern. Insgesamt 2, 4, 6, 7 Schiffe. Ich werde euch was verraten, wir sind in der Unterzahl. Aber das werdet ihr eh gleich sehen. Genießt einfach mal eine epische Schlacht mit Kriegsschiffen und Jägern. Wir sind übrigens nicht die schlechtesten. Das sind nämlich auch Defender. Das ist nämlich Jason Lacey. Jason Scott Baker. Moment, Scott Baker? Woher kenne ich den Namen? Scott Baker. Mit harten, festen Stößen stoßen wir... Gott. Torpedos. Wir haben Torpedos. Und das ist die LNS Harmony. Und oh mein Gott. So. Alles das hier müssen wir zerstören. Und es ist eine gute Idee, eure Verbündeten vorfliegen zu lassen. Eben. Das wird nämlich wirklich hart. Das kann extrem hart werden. So. Es ist besser, man fickt sich sie so ein bisschen einzeln raus und schießt sie ein nach dem anderen ab. Dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Es kann trotzdem passieren, dass irgendwelche Scheiße passiert, muss man wirklich sagen. Weil das sind wirklich nicht einfache Gegner und, ja, es kann eine ganze Menge Mist passieren. Wenn ihr mal ins Kreuzfeuer geratet, habt ihr eigentlich verloren. Dann müsst ihr eigentlich nur noch eure Schildbatterien bereithalten und für das Beste hoffen, nicht wahr? Ach komm, Wetten. Nein, tue ich nicht. Ich konzentriere mein Feuer auf die Jäger, denn die können mir gefährlich werden. Korvetten sind, naja, nicht unbedingt harmlos, aber jetzt nicht so schlimm. So, hier ist eine Korvette. Wir haben aber keine Torpedos und die werden ganz praktisch für die Jäger. Rheinlandbomber, die kriegen Verstärkung? Was soll das denn? Ja. Wo sind die Bomber? Ja, ich übernehme. Ich bewege mich gerade ein bisschen weniger, um einfach die Orientierung zu behalten. Hier ist einer. Steinbruck! Ich hatte einen Lehrer, der hieß Steinbeck. Oh Gott, das meine ich.
Man kann hier wirklich sehr schnell sterben, wenn man nicht aufpasst. Ich bin auf 10 Minuten. Ah, vielleicht wird's bündig. Vielleicht wird's bündig. So, hier ist eine Korvette. Und da sind Bomber. Rheinland-Bomber. Was sind das denn für welche? Erdkönige? Ja, das sehen aus wie Erdkönige. Erdkönige sind leichte Jäger eigentlich, aber kann man zum Bomber umfunktionieren. Oder sind das Erdkönige? Nein, es sind Valkyren. Entschuldigung. Ich bin ein Idiot. Oh, haben nicht mehr viele Batterien. Jetzt wird's wirklich kritisch. Okay, das sind halt wirklich lustige Kämpfe, wo man echt mal ein bisschen gefordert wird. Das ist jetzt wahrscheinlich auch lustiger für euch anzusehen, wie ich mich hier versuche, gegen die zu wehren. Ah, wunderbar. Noch ein Bomber. Weg. So, der nächste. Man pickt sich hier einfach einen nach dem anderen raus und versucht so zwischen den Kreuzern zu bleiben, die irgendwas miteinander treiben, was ich nicht gut heißen kann. Bisschen Energie aufladen. Und nichts davon trifft. Sehr schön. Ja, also wenn man genau in die Gegner reinfliegt, dann hat man verloren, weil die einfach sehr, sehr stark sind. So, wieder einen freien Flug und hier können wir ein bisschen die Korvette angreifen. Sehr schön, eine Korvette ist zerstört. Und die Korvetten sind natürlich... Oh, meine Güte, wir haben nur noch 6... Ja, eine Korvette ist weg, wunderbar. Die Korvetten haben natürlich auch noch, aber hier Hans. Hans wird abgeschossen, bumm. Sehr schön, in Stücke zerfetzt sozusagen. Und nun greifen wir Friedrich Brandenstein an. Friedrich, wie geht's dir? Heute schon ein bisschen abgeschossen worden? Noch nicht? Verrückt. Oh, meine Güte. Nur noch 3 Batterien. Langsam wird's kritisch. Wirklich langer Kampf. Theodor. Um Gottes Willen. Es ist wirklich schwierig. Einfach, weil man so in der Unterzahl ist und die wirklich gute Waffen und gute Schiffe haben. Rheinland-Piraten vernichten. Das sind keine Piraten, Mann. Das ist Rheinwehr. Piraten. Bundeswehr ist auch kein Piraterie-Verein. Und wir haben es geschafft. Fast. Jetzt fehlt nur noch Norman. Hi Norman, wie geht's? Nicht mehr so gut, glaube ich. Ein kleines bisschen. Das war's. Boom! Oh. Fiese, fiese Mission. Ja. Ja, lass uns darüber reden. Lass uns darüber reden, über die Revolutionslieder. Lieder. Reden. Don't you know talking about the revolution songs like a whisper? Ja, irgendwas ist im Busch und wir wissen nicht, was ist. Sie haben Stufe 6 erreicht. Das freut mich. Ich bin aber kein Pokémon und ich erlerne keinen neuen Angriff. Leider. Es wäre so cool, mit diesem Ding Aquaknarre auszuführen. Okay, wäre es nicht wirklich, aber es wäre ein interessanter Gedanke. So, wunderbar, ein bündiger Part. Ich bin stolz auf mich. Das waren wieder 2 Story-Missionen, beziehungsweise eine große Story-Mission in 2 Parts. Danke, dass ihr zugesehen habt. Ich bin Farewell und ich werde euch nochmal die Kommentarfrage der Woche vorlesen. Die Kommentarfrage der Woche ist, was habt ihr getan, ja? Schreibt euren Kommentar in die Kommentarsektion hier unter. Ich freue mich über jede Einsendung. Und ja, falls ihr eine eigene richtig geile Idee für eine Kommentarfrage habt, schreibt sie mir per PN und schreibt vielleicht in den Betreff Kommentarfrage, dass das mein Filter erkennt, ja? Kommentarfrage. Gut. Ja, wir sehen uns einfach nächstes Mal bei Let's Play Freelancer. Haut rein.